du bist. Du bist scheiße. Guck doch, jeder weiß, dass du fliegst an Loch und Brüssel und Fenne und hab ihn dreimal besiegt. So ein lieber, weichgespülter kleiner Musterknabe, was ich dir alles androh. Ey, ich muss das sagen. Mach doch, was du willst, Bro. Du schaffst es eh nicht zu battlen, denn du bist nur einer von Fenno 10 Nebenprojekten. Und er macht die ganze Arbeit und du dachtest, das wär dumm. Fremde Texte rappen war nur in der Quali-Phase so. Sag mir, was macht dich denn bitte cool? Jetzt werf ne ganze Runde Bär, doch verkleidest dich als Winnie Pooh. Richtig so, und das Videokonzept, das fand ich schon ziemlich weird. Warum machst du das? Du machst dich doch auch so zu einem Meme. Versteck private Infos, Alessandro ist in dem Talk. Und frag, kannst du das wiederholen, weil er nicht mitschreiben konnte? Jetzt auch auf Talksachen zu gehen, wär frech und vielleicht gemein. Repetitive Handlungsstränge müssen uns zuwider sein. Redest du wieder über Sonic, schalten wir dich dumm und wirst von jedem ignoriert. So wie der Fristpunkt. Beim Wichteln sieht man, dass dir schon die größte Scheiße reicht. Kriegst und gibst das wackste Geschenk und denkst, nice, ich war dabei. Wie will mich so ein lieber Junge in den Parks dann bitte fronten? Er guckt selbst im Aufnehmen, dass da keine Fahrradfahrer kommen. Wie beim Brot machen wirst du hier verlieren, du Pfeife. Du weißt nicht, wie das geht, kein Problem, ich schmier dir eine. War das etwa zu gemein, um das im Battle zu sagen? Ich schick Nintendo Guthaben, du und sage, stimmt so. Und dein Nutella-Glas dazu, damit du auch ein Paket hast. Fuck, das war dein Text gegen Bohr. Egal, das passt. Bedroht dich ein Räuber mit deinem Messer. Bist du am Zittern, nicht nur aus Angst, sondern weil es dich auch an Brotschmin erinnert. Du willst Mütter ficken, kam mir wie ein Witz. So sag den Mädchen mal, wir treffen uns in einem Kaffee. Startest du Discord?